Herzlich willkommen, liebe Familien, Kollegen, Firmenpartner. Wir sind heute alle hier, um gemeinsam unsere Firmung zu feiern. Durante questa bella mattinata ci accompagna il Padre Felix. Oggi lo Spirito Santo, che scende su di noi, possa essere la nostra guida sicura per la vita. También doy la bienvenida a las personas que pueden estar aquí. Willkommen heißen zum heutigen Firmengottesdienst über den Projektchor. Jung und Alt haben sich vorbereitet und nehmen uns vor allem heute für den Festgottesdienst gesammelt, schön dementsprechend noch den Spirit durchbringen. Und da wussten wir schon, irgendwann in 2023 werden wir dann als junge Erwachsene das Sakrament der Firmung empfangen. Als wir das Motto gesucht haben für die Firmung, es gab einfach keine Einladung. Und dann haben Mario und ich euch eine Aufgabe gestellt als Motto, nämlich Feel the Spirit. Habt ihr in Solothurn den Heiligen Geist gespürt? Aber muss man, um begeistert zu werden und um Gott zu spüren, immer weit fahren? Nein, haben Julio und Glück gesagt. Und das werden wir jetzt uns auch anschauen. Wir hoffen, dass wir eine gute Zukunft haben werden, mit vielen guten Freundschaften und genügend Geld. Wir hoffen auf eine umweltfreundliche Rettung, dass alle Menschen den Klimawandel wahrnehmen und alle ihren möglichen Beitrag leisten für ein besseres Klima. Wir hoffen auf ein langes, gesundes Leben für uns alle und alle Menschen, die uns wichtig sind. Wir hoffen auf den Fortschritt der Medizin, damit auch schwer kranken Menschen geholfen werden kann. Wir hoffen auf Frieden in der Welt, dass Menschen in Krisengebieten endlich ein sichereres und besseres Leben erhalten. Wir hoffen auf Weltfrieden. Diese unsere Hoffnungen bringen wir vor Gott. Einen Teil zu einer besseren Welt können wir selbst beitragen. Doch bei vielen sind wir auf Gottes Erbarmen und Hilfe angewiesen. Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begonnen, in anderen Sprachen zu reden. Wie ist der Geist ihnen eingegangen? Wir hören sie in unserer Sprache Gottes große Taten verkünden. Wort des lebendigen Gottes. Entzünde in dir
Tages der Woche, als die Jüngerinnen und Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Jeder hat seine und ihre Eigenheit, und die sollt ihr und sie haben. Und gerade darin fühlen wir doch das Bild der Welt. Stellt euch vor, alle werden leicht. Ich wünsche euch den Geist des Friedens und der Liebe. Wir beten für die schwerkranken Menschen und Menschen, die uns am Herzen liegen, in Hilfe brauchen. Guter Gott, du kennst auch unsere unausgesprochene Bitte und du weißt, was gut für uns ist. Deine göttliche Kraft kann das Gesicht der Erde und unser Leben verändern. Dafür danken wir dir heute bis an das Ende unserer Tage. Dankte wiederum, reichte ihn im Preis und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Nein, nur Arm runter. Und dann auch noch kann umarmen. Dann auch noch umarmen und tun. Ja, zum Beispiel. Okay.
zu mir? Ja. Zu mir. Sie sehen gut aus, sie sehen super aus. Überall Paparazzi hat es. Gell? Ah! Oh. Wir wünschen Marco, ich, Mami und wer noch? Gabriela. Nur das Allerbeste. Ja, yeah, und wir freuen uns jetzt aufs Mittag im Belvedere. Ohne! Gotti, willst du mit oder ohne? Ohne. Meine Mama ist auch ohne. Wahrscheinlich kannst du noch nicht selber zumachen. Wahrscheinlich vom Schilfe, gell? Komm, komm. Schön. Schau mal die schöne Uhr. Weißt du, für ein Dressing? Himbeerdressing. Und du, Papi? Hast du? Italienisch. Super. Ja, alles gut.